man fragt das Wesen der Depression, dann ist es, denke ich, zunächst mal wichtig, gerade wenn man auch praktisch tätig ist als Psychotherapeut, einerseits verschiedene Erscheinungsformen der Depression zu kennen. Die haben mehr oder weniger immer etwas mit Erschöpfung, mit nicht im Kontakt mit dem lebendigen Sein zu tun und häufig auch mit verschiedenen Mischungen von Ängsten, Sorgen, Furcht bis in tiefste Abgründe hinein. Das sind jetzt so in Kürze häufig auftretende Erscheinungsformen. Und das Wesen, was dahinter steht, da denke ich, muss man eben sehr unterscheiden, was ist der gesellschaftlich geförderte Aspekt, dass solche Erkrankungen auftauchen und wo ist das auch ein familiärer Hintergrund, also dass es auch in der Generation der Eltern oder teilweise das auch die Großeltern schwere psychische Störungen, teilweise Depressionen gab, teilweise Suizide, was sich dann weiterschleppt und wo äußert sich das Wesen der Depression als eine ganz individuelle Aufgabe, die diesen einen Menschen betrifft. Zwar in einem familiären und gesellschaftlichen Umfeld, aber auch genau diese Wesenheit betreffend. Und was den gesellschaftlichen Aspekt betrifft und den familiären Aspekt, ist es so, dass da schon auch in verschiedensten psychologischen und psychotherapeutischen Richtungen und auch in verschiedensten spirituellen Richtungen schon sehr viel gearbeitet wurde und sehr viel Hilfreiches herausgearbeitet wurde. Und den Aspekt des individuellen, unverwechselbaren Wesens und in der Anthroposophie sehen wir dieses Wesen als ein Wesen, was über Tod und Geburt und auch über verschiedene Leben hinausgeht. Was diesen Aspekt betrifft, da ist nach meinem Eindruck doch eher noch nicht so viel sichtbar und bedacht worden und auch veröffentlicht worden, was das Wesen und den Sinn einer Depression betrifft, wenn die erscheint. Und so muss ich natürlich, wenn ich als Psychotherapeut gefragt werde, zunächst mal versuchen, diese verschiedenen Aspekte auseinanderzuhalten. Wo gibt es Einflussfaktoren aus der Gesellschaft, vom Arbeitsplatz, von der Familie? Und die muss ich sehr ernst nehmen. Und nicht bei allen Menschen gibt es dann auch so intensiv diesen individuellen Faktor. Es ist auch manchmal so, dass in der Bearbeitung des familiären Hintergrundes und des Arbeitsplatzproblematischen die Sache sich schon mehr oder weniger ja fast löst oder erleichtert. Aber dann gibt es eben solche Lebenskrisen mit starken Depressionen, wo etwas bleibt, was nicht durch diese Kontextfaktoren erklärbar ist. Und da ist mir die Anthroposophie ein unschätzbares Instrument der Behandlung. Ein zentrales Motiv der Anthroposophie ist das fruchtbare, positive Schicksalsverständnis. Also dass das, was man meinen könnte, was wie ein Zufall mir zufällt, dass das mir aus gutem Grunde zufällt. Und dass sogenannte Zumutungen des Schicksals mir zumuten, mich mit etwas auseinanderzusetzen, um daraus in irgendeiner Form erweitert, gestärkt, ja, vielleicht mit mehr Mut, also dass solche Zumutungen zu mehr Mut und mehr Positivität im Ganzen führen. Und eine Depression, jeder, der sie ansatzweise oder vielleicht nicht nur ansatzweise, sondern sogar schwerwiegend erlebt hat, weiß, ist eine der größten Zumutungen, die man sich vorstellen kann. Und nun die Sache so anzublicken, nicht nur, warum trifft mich das vielleicht, sondern wozu trifft mich das? Also aus der zukünftigen
Zielperspektive, was will aus mir als Mensch werden, zu fragen, ja, wo ist sozusagen die Depression eine Art Meister? Und ich betone an dieser Stelle, das gilt nicht unbedingt für jede Depression, aber doch für mehr Depressionen, als man meint, dass häufig der Weg zu etwas Neuem durch einen Abgrund, durch ein Todestal führt. Und wenn ich nun einen Menschen gegenüber habe, wo ich nach entsprechendem mit ihm gemeinsam schauen auch sehe, da gibt es neben den Kontextfaktoren etwas ganz Individuelles, dann ist mein Blick neben demjenigen, der da sitzt und wo ich merke, da ist das Gefühl praktisch tot, da ist eine in den Lebenskräften eine Art von Erschöpfung und Leblosigkeit und im Denken eine Hoffnungslosigkeit vorhanden, bin ich nun als Anthroposoph auch durch meinen Weg mit den Übungen der Anthroposophie geschult, auch wie einen atmosphärischen Umkreis, möchte ich es mal nennen, wahrzunehmen. Und in diesem atmosphärischen Umkreis, da kann ich erahnen, da gibt es auch ein Wesen, was wie um und hinter dem Menschen steht. Und ich kann mich schulen als Anthroposoph im Wissen um dieses engelhafte, ja, Führerwesen oder Schutzwesen, ja, dieses wahrzunehmen und vielleicht sogar ahnen zu verstehen. Und da kann es sein, dass ich im Zuhören des Leides eines Menschen ahne ich dann dieses Engelwesen, ja, mal kräftiger, mal weniger kräftig ahne ich es, wie zu mir sprechen, hilf du mir, dass du als Mensch mit mir gemeinsam diesen Menschen begleitest, dass er in dieser Krise das entbinden kann. Und das Wort entbinden ist so schön, weil es ist wirklich wie eine Geburt. Es ist wie, da will durch Schmerzen, durch Geburtsschmerzen etwas Neues geboren und entbunden werden. Und das ist ein spezielles Erlebnis, weil die Depression ist zugleich eine solche, dass wenn ich dem Menschen jetzt sagen würde, du, ich nehme deinen Engel wahr und der sagt mir, das kommt schon gut. Also das hilft demjenigen überhaupt nicht. Ich muss zugleich ganz präsent in dem Moment sein und die Not und das Leiden, die tiefen Schmerzen und all die Fragen ernst nehmen und dieser Stimmung von Zuversicht auf lange Sicht in mir zu haben. Und aus persönlicher Erfahrung, das vielleicht kurz, da spüre ich meinen Engel natürlich nicht, wenn ich selber depressiv bin. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn ich als Therapeut begleite.